Mahlzeit, meine lieben Leute. Ich weiß noch nicht genau, was in dem Video kommt, aber ich dachte mir, ich starte das Video hier, wo ich geboren wurde, und zwar in Dienstlaken. Ich hatte mal irgendwie ein bisschen Lust, durch die alte Heimat zu fahren, da ich so viel an Krankenhaus gedacht hatte, da jetzt kürzlich wieder jemand bei mir verstorben ist und viele Krankenhausaufenthalte natürlich an der Tagesordnung waren. Ist man natürlich ein bisschen nachdenklich geworden. Dann dachte ich mir, komm, fährst du mal da lang, wo du denn das Licht der Welt erblickt hast. Und das ist hier gewesen. Ja, und da die erste Wohnung, wo meine Eltern, wo die dann früher noch zusammen waren, gelebt haben und ich dann natürlich nach Hause kam, auf dem Weg liegt. Und wenn ich sie dann noch wiederfinde, das ist dann das nächste Thema, halte ich da auch mal kurz an. Boah, ich bin hier schon so lange nicht mehr gewesen. Überhaupt fahre ich wenig durch Duisburg und überhaupt auf der Rheinseite hier. Obwohl ich ja quasi hierhin schwimmen kann. Ich wohne ja genau auf der anderen Rheinseite und wenn ich am Rhein stehe, dann kann ich nach Walsum gucken, genau da, wo eigentlich meine Heimat ist. Auch, also ich sage immer, das ist meine Heimat, weil meine ganze Familie, also väterlicherseits, aus Duisburg kommt oder kam. Jetzt wohnt natürlich keiner mehr da, aber wir sind da, die sind da groß geworden und ich bin hier auch geboren, obwohl, ja, geboren hier in Dienstlaken, aber die ersten Jahre habe ich noch in Duisburg verbracht. Bevor natürlich meine nicht so schöne Kindheit begann, aber das ist ein anderes Thema. Ich musste da jetzt halt nur einfach dran denken, wie gesagt, aufgrund der letzten Ereignisse bei mir im Leben. Und um den Kopf frei zu bekommen, setze ich mich dann natürlich aufs Motorrad, was die letzten Wochen auch nicht so gut funktioniert hat, auch gesundheitlich nicht. Und jetzt heute fühle ich mich aber doch so weit fit. Und ich dachte mir, wenn ich irgendwie was zum Aufnehmen habe, dann starte ich doch mal da. Und ich glaube, ja, ich war da jetzt fast 33 Jahre nicht mehr. Das letzte Mal war ich da bei meiner Geburt. Ja, jetzt fahren wir nach Duisburg. Das ist ja nicht weit. Duisburg-Walsum. Bin mal gespannt, ob ich das überhaupt jetzt ohne Navi, Adresse weiß ich. Und ich glaube sogar Google Maps würde ich das wahrscheinlich auch finden. Aber jetzt so einfach so frei Schnauze hinfahren, da bin ich mal gespannt, ob ich das finde. Ah, ich glaube, hier darf man. Ah, also wir sind auf jeden Fall schon mal in Walsum. Und ich weiß, dass ich irgendwann jetzt gleich rechts muss. Ja, irgendwie hilft mir das gerade so ein bisschen. Na klar, Motorradfahren hilft mir. Gut, so ein bisschen über die Trauer. Oder in der Trauerzeit ist gerade, ne? Mehr will ich da gar nicht drauf eingehen. Und wie gesagt, dann dachte ich mir, ich fahre mal zu meinem Krankenhaus, wo ich geboren wurde früher. Naja, früher, ja, wird ja nur einmal geboren. Und dann dachte ich mir, hältst auch mal direkt da an, wo du zuerst gewohnt hast als Baby. Oh, hier gibt es sogar noch eine Trinkhalle. Hat die zu oder hat die dauerhaft? Ne, die sieht aber aus, wenn die im Betrieb wäre. Nur jetzt gerade nicht. Oh, jetzt muss ich überlegen. Jetzt muss ich überlegen. Das kommt mir alles bekannt vor hier. Ich fahre jetzt einfach mal hier lang. Ja, warte mal, ist das nicht sogar hier? Hier ist aber kein Straßenschildname. Das müsste aber hier sein. Hey, die Häuser waren doch mal blau, jetzt sind die weiß. Das ist hier tatsächlich, habe ich direkt gefunden. Ich glaube, mehr zufällig als alles andere. Aber in den Häusern direkt am Anfang fahre ich jetzt gleich nochmal vorbei. Ich fahre jetzt wieder zurück. Da haben wir gewohnt. Ist ja echt eine schöne Ecke, ey. Hatte ich gar nicht mehr so auf dem Schirm, dass hier so schöne Häuser stehen.
Die waren, glaube ich, vor 2, 3 Jahren oder was, wo ich das letzte Mal hier war, waren die noch blau. Früher waren die natürlich nicht so schön, da war so Altbacken-Zeugs. Ja, hier komme ich her. Und wenn ich jetzt alle Orte abklappern müsste, wo ich meine Kindheit verbracht habe, ach, dann wäre ich ja ein paar Stunden unterwegs. Ach, wenn ich jetzt hier... Ach, hier ist ja die Fähre. Komm, fahren wir da mal eben gucken. Aber ich habe gar kein Geld, aber ich kann gar nicht über die Fähre fahren. Ich habe nämlich schon getankt. Egal. Aber einfach nur, um zu gucken. Wer mir auf meinen Instagram-Accounts folgt, ich habe ja 2 Stück. Und zwar natürlich ein Scorpedus-Kanal, extra für Motovlogs und alles, was ich jetzt hier mache, auch auf YouTube, was damit zu tun hat. Und dann habe ich natürlich noch einen Instagram-Account, der nennt sich marzo.art. Und da habe ich natürlich genau von der anderen Seite vom Fluss, also anderen Seite vom Rhein, da wo ich jetzt auch wohne, schön die Steak hier das Kraftwerk fotografiert mit dem Rhein und so. Und da könnt ihr mal reinschauen für diejenigen, die das interessiert. Ah, ist gerade entspannt, Motorrad zu fahren. Ja. Ich habe auch eigentlich gar kein richtiges Thema. Ich dachte mir halt einfach nur, ich wollte einfach mal dahin fahren, wo ich geboren wurde. Und dann da die Wohnung, wo ich meine ersten Jahre verbracht habe. Was ist mit dem jetzt hier? Was macht er hier? Ich habe erst gedacht, der fährt jetzt gegen das Schild, oder? Der fährt so komisch. Guck mal hier, wenn man schon nichts hat hier in so einer Großstadt, dann kann man wenigstens hier am Rhein. Ja, du siehst halt da drüben, auf meiner Seite, wo ich jetzt wohne, hier auf meiner alten Seite, wo ich herkomme, chillen die Leute, angeln die Leute. Was willst du auch sonst machen hier? Irgendwie hat dieses Jahr nicht viel Gutes übrig. Für niemanden irgendwie, ehrlich gesagt. Hier war irgendwo ein richtig leckerer, also ein leckeres türkisches Restaurant. Das war doch hier irgendwo. Ah, hier ist es. Özurfa, oder wie das ausgesprochen wird. Richtig, richtig lecker, Leute. Also wer türkische Köfte mag oder... warte mal, Köfte? Und dann gab es doch noch was ich... weiß nicht mehr, wie das heißt. Ich kann auf jeden Fall dort die Köfte empfehlen. Mit dem Reis. Dem türkischen Reis. Richtig lecker. Ja, der hat natürlich ja geile Schuhe an, ne? Tarnhose. Oh, hier ist aber auch viel Polizei unterwegs. Wenn überhaupt jetzt genug zustande gekommen ist für ein Video, weil irgendwie war jetzt ja kein großartiger Content. Also es gab keinen wichtigen Inhalt oder sonst wie was. Es war einfach nur so ein bisschen für mich, für meine Seele ein bisschen abschalten und ein bisschen quatschen. Wenn da was zusammengekommen ist und ich jetzt im Schnitt nachher sehe, okay, es reicht, dann sage ich jetzt zu euch, beende das Video jetzt für heute und dann sage ich bis bald, Leute.